Hallo Leute und herzlich willkommen bei Folge Nummer 3 von Formel 1 2013. Und ich würde sagen, starten wir in die Karriere. Wir haben hier zur Auswahl Marussia, Caterham, Toro Rosso, Shara Opal, das kann ich nicht. Williams, Sauber und Lotus. Wo steigen wir ein? Ich würde sagen, nehmen wir Toro Rosso. Und lasst uns die Karriere starten. Willkommen beim Start deiner Formel 1 Karriere. Sehen wir uns ein wenig um. Dies ist das Menü der Zentrale. Wenn du durch das Menü navigierst, wird der Bildschirm automatisch aktualisiert. Wenn eine Option besondere Beachtung erfordert, wird sie mit einem Symbol gekennzeichnet. Das E-Mail-System versorgt dich während der ganzen Saison mit wichtigen Informationen. Du solltest es also unbedingt regelmäßig aufrufen. Oben im Bildschirm findest du den Rennkalender. Dir wird auffallen, dass einige Rennen mit Symbolen gekennzeichnet sind. Diese weisen darauf hin, dass an diesem Wochenende etwas Besonderes passiert. Du kannst über den Kalender eine Kursübersicht zu einer Strecke aufrufen, die weitere Informationen enthält. Gegen Ende der Saison erhältst du möglicherweise Vertragsangebote von anderen Teams, wenn deine Leistungen auf der Strecke stimmen. Jedes Rennen zählt also, wenn du nächstes Jahr in einem prestigeträchtigen Cockpit sitzen möchtest. Das sind die wichtigsten Funktionen der Karrierezentrale. Sieh dich hier unbedingt um, bevor du auf die Strecke hinausfährst. Okay Leute, das war eine kleine Einführung in unsere Karriere. Und hier lesen wir mal ein paar E-Mails von Franz Toast. Ich lese jetzt nicht vor, denn das wäre zu lang. Ich warte einfach ein bisschen, dass ihr es lesen könnt. Nee, machen wir schon. Willkommen im Team, Spieler. Mein Name ist Robert Petersen und ich bin zu Hause im Werk für die Computerdaten zuständig. Wir stellen nach jedem Rennen Performance-Daten zusammen, die wir dann an unsere Fahrer schicken. Anhand dieser Daten kannst du sehen, wie deine Leistung im Rennen war. Okay, die erste Strecke, Albert Park. News. Das erste Rennen steht bevor. Wir sind Österreicher auf Platz 18. Schauen wir mal kurz in die Rennenstellungen. Okay, nichts Besonderes. Was passiert denn jetzt? Ich klickte nur drauf, aber ich konnte nicht ahnen, dass da wirklich etwas passiert. Wackelt Vettels Rekord. Das waren einfach News. Willkommen in Albert Park, Australien. Nee, oder? So, dann setzen wir uns mal in unser Cockpit. Hallo, herzlich willkommen in der Garage. Ich führe dich ein wenig herum. Gerne. Gute Hintergrundmusik, Leute. Wenn du auf die Strecke rausfahren, Sessions überspringen oder die Ziele für die Session erfahren möchtest, musst du nur Bescheid sagen.
Okay, wie es ausschaut, darf ich hier schon einmal mich umsehen? Und wir schauen mal zum Teamkollegen. Jay Bergne. Unsere Reifen. Der Bildschirm. Vielleicht solltest du dir die Videos mit schnellen Runden ansehen. Auf dem Bordmonitor findest du eines für jede Strecke. Sie können dir dabei helfen, deine Rundenzeiten zu verbessern. Okay, das werden wir mal machen. Starten wir das Video. Albert Park. Willkommen bei einer Runde im Albert Park in Melbourne. Albert. Durch die vorletzte Kurve auf die letzte Kurve konzentrieren und so früh wie möglich Kers einsetzen. Die Zielgerade runter Richtung Kurve 1, 300 km/h. Jetzt links die Schilder beachten. Beim 100-Meter-Schild bremsen und in den dritten Gang runter. Einlenken, nicht zu weit auf die Curbs innen oder am Ausgang. Noch einmal etwas Kers auf dem Weg runter zur Kurve 3. Im Rennen ist hier eine tolle Überholung. Ein sehr guter Fortschritt. Die Videos. Dritter Gang, dann zweiter Gang am Scheitelpunkt und wieder hochschalten in den dritten Gang, dann vierten Gang am Ausgang. Nicht zu weit auf die Curbs. Vollgas durch Kurve 5. Sauber zwischen den Mauern. 280 km/h. Unter den Bäumen gerade anbremsen. Die Schatten der Bäume machen die Sache nicht leichter. Nimm am Ausgang von Kurve 6 nicht zu viel von den Curbs mit. Jetzt folgt ein Geschlängel zur Kurve 9. Bremsen am 100-Meter-Schild. Hier ist es holprig. Zweiter Gang am Ausgang Richtung Kurve 11. Das Heck nicht verlieren. Du kommst sehr nah an die Mauer. Hochschalten 300 km/h. Dicht an die Mauer. Einlenken. Opfere den Speed in der Linkskurve, um die Rechtskurve perfekt zu kriegen und schön Richtung Kurve 13 rauszukommen. Hier ist ein weiterer Überholpunkt. Runterschalten in den dritten Gang. Nicht zu weit auf die Curbs am Ausgang, sonst geht die Traktion verloren. Halt das Auto gerade vor Kurve 14, der letzten schnellen Kurve des Kurses. Kurve 15. Lass das linke Vorderrad nicht blockieren. Sei vor dem Ausgang wieder gerade, wieder in die letzte Kurve, restliches Kers und wieder über Startziel. Willkommen bei einer Runde. Okay, ein sehr interessantes Video. Und ich würde sagen, das Training beginnen wir in der nächsten Folge. Schauen wir uns noch ein wenig im Bordcomputer um. Oder auf dem Bildschirm, sagen wir so. Hier haben wir mal unseren Boliden. Fahrzeug-Setup. Kannst du die Wageneinstellungen präzise anpassen? Du kannst natürlich auch die Standardeinstellungen beibehalten, wenn du mit dem Handling des Autos zufrieden bist. Also hier können wir verändern. Aerodynamik, Bremsen, Balance, Aufhängung, Getriebe, Motor, Spurtreue und wir können speichern und laden. Was können wir hier? Hier kannst du Sessions überspringen. Das ist hilfreich, wenn du direkt zur nächsten Session wechseln möchtest. Also, das Training wird bei 28 Grad heute stattfinden, bei 0% Regenwahrscheinlichkeit. Das Qualifying bei 25 und das Rennen bei 28. Was ist das? Auf dem Entwicklungsbildschirm findest du Informationen zu den verschiedenen Weiterentwicklungen, mit denen das Auto ausgerüstet wurde. Die Jungs im Werk verbessern im Laufe der Saison jede einzelne Komponente am Auto. Du kannst uns aber dabei helfen, diesen Vorgang zu beschleunigen, indem du an den Entwicklungszielen mitarbeitest. Okay, sehr schön. Und das hier? Ist eine kleine Übersicht der Strecke. Mehr gibt es hier also nicht zu sehen. Okay, Leute. Ich verabschiede mich von Folge Nummer 3. Und ich hoffe, euch hat's gefallen. Auch wenn es jetzt noch kein Training war. Aber in der nächsten Folge starten wir das Training bestimmt. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, liken, abonnieren. Ich freue mich auf euch. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Formel 1 2013 Get Ready to Start und ciao, euer Niki Batschi.